Schallwellen kann man hören, aber nicht sehen. Vor allem deshalb, weil sowohl die Schnelligkeit der Schwingung, die Frequenz, als auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit für unser Auge zu hoch ist. Mit dem Rubensrohr können wir die Schallwelle praktisch zum Stehen bringen. So wird sie sichtbar. Wenn das Gas entzündet wird, sehen wir eine Reihe von gleich hohen Flammen. Nun kommt die Schallwelle hinzu. Sie wird von einem Lautsprecher in das Rohr abgestrahlt. Wir sehen nun die Schallwelle an der unterschiedlichen Höhe der Flammen. Sie zeigt die Form einer Sinuskurve. Doch wie kommt die Welle zum Stehen? Vom Lautsprecher läuft die Schallwelle in Bruchteilen von Sekunden durch das Rohr. An dessen Ende wird sie reflektiert und läuft wieder zurück. Die ausgestrahlte Welle trifft also im Rohr auf die reflektierte. Beide Wellen überlagern sich. Da die Wellenlängen genau gleich sind, treffen an bestimmten Stellen Wellenberge auf Wellenberge. Dort gibt es eine Verstärkung und es entstehen noch höhere Wellenberge, Maxima oder Wellenbäuche genannt. Genauso kommt es zu Tälern, nämlich dort, wo Wellenberge auf Wellentäler treffen. Dort sprechen wir von Minima bzw. Wellenknoten. Bleiben Berge und Täler immer an der gleichen Stelle, nennt man diese Welle eine stehende Welle. Beim Rubensrohr lässt sich die Tonhöhe der eingestrahlten Welle verändern. Es kommt hier dann nur zu einer stehenden Welle, wenn eine ganze Anzahl von halben Wellenlängen in das Rohr hineinpasst. Höhere Töne haben eine kürzere Wellenlänge. Dadurch wird auch der Abstand zwischen den Wellenbergen kleiner. Ähnliche Wellen gibt es zum Beispiel in Orgelpfeifen. Dort können wir hören, dass längere Pfeifen tiefere Töne ergeben. Es werden also andere Wellenlängen verstärkt als bei kürzeren Rohren. Auch bei Saiteninstrumenten wie Gitarre und Geige wird das Prinzip der stehenden Welle ausgenutzt. Und es wäre Ton. So, wir haben eine stehende Welle und ihr seht hier die Knoten und die Bäuche, so wie es drüben gezeigt wird. Und er verändert jetzt die Frequenz, jetzt sieht man es also sehr schön, hier. Und damit sind wir am Ende von unserem